Jetzt geht's los. Oh oh. Jet, du bist bereit. Liebst Geschwindigkeit. Grenzenlos. Fliegst ins Himmelszelt. Entdeckst mit uns die Welt. Was für ein Ziel steht heute an? Du bist der Held, der alles kann. Super Wings. Oh oh. Die Freunde Jet. Fundstücke. Na sowas, huch. Roy, woher kommt denn der ganze Schaum? Die Waschanlage ist kaputt. Wie soll ich da nur vorbeikommen? Ich hab eine Idee. Wir spannen den Schlauch über den Schaum und hängen dich dann dran, Roy. Bist du bereit für die Seilbahn? Es geht los! Hui! Das macht Spaß, Onkel Albert! Jet in den Kontrollraum. Ein Paket wartet. Ich muss los! Wohin fliege ich heute, Roger? Nach Simbabwe. Ein Mädchen namens Tendai hat ein Paket bestellt. Simbabwe ist ein Land in Afrika. Es ist ein farbenfrohes Land. Vom Regenbogen über den Victoria-Fällen bis zu der Kleidung der Menschen dort. Ich sehe ja ganz viel Rot. Da passe ich gut rein. Ich bin bereit für den Abflug, Roger. Warte, eine Sache noch. Viele Menschen in Simbabwe sprechen eine Sprache namens Shona. Musche, Musche. Bedeutet sehr gut. Musche, Musche. Sehr gut. Verstanden. Und bis bald. Oh ja. Alle Systeme. Go, 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 go. Und los. Jet? Jet, mach dich bitte startklar. Zeit zu fliegen. Nach Simbabwe. Bereit für die Zebra-Scouts, Tendai? Heute wird ein toller Tag. Er wird sogar noch besser, wenn mein Paket ankommt. Simbabwe ist ja fantastisch. Ein galoppierendes Zebra. Und da ist Tendais Camp. Jet, Landemodus. Dein Paket ist da. Oh. Ich bin Jet. Pünktlich wie bestellt. Danke, Jet. Ich bin Tendai. Und das ist mein Bruder Monarchy. Und unsere Freundin Ruva. Hallo, liebe Leute. Nette Streifen. Danke, wir sind Zebra-Scouts. Du kannst auch einer werden und mit uns auf ein Abenteuer gehen. Cool, das mache ich. Und was hast du bestellt? Eine Zebra-Scout-Sammelbox. Das war unser Anführer Robert. Kommt mit, dann erfahrt ihr, wofür die Box gut ist. Zebra-Scouts, heute gehen wir auf eine Mission durch ganz Simbabwe und suchen ganz viele aufregende Dinge. Wenn ihr sie alle finden könnt, verdient ihr euch ein Naturentdecker-Abzeichen. Ja! Dafür brauchen wir die Sammelbox. Da legen wir unsere Fundstücke hinein. Hier! Als allererstes werden wir nun nach dem Blatt eines Affenbrotbaums suchen. Los! Wir
Wir sind Zebra-Scouts, hurra! Auf Abenteuer, fern und nah. Und falls mal ein Problem auftaucht, wir halten zusammen, das schaffen wir auch. Ah, hä? Da ist ein Affenbrotbaum. Ich pflück mir schnell ein Blatt. Die hängen zu hoch, Muraki. Die auf dem Boden aber nicht. Was? Oh, warum gucke ich nicht auf den Boden? Wie kommt ihr voran, Zebra Scouts? Musche, Musche! Ja, das ist ein schönes Affenbrotbaumblatt. Gut, dass ihr es gefunden habt. Und nun sucht nach der Schwanzfeder eines Taita-Falken. Ah! Das ist er doch! Los, ihm nach! Ich wette, da sind ganz viele Federn in dem Nest. Aber es ist auf dem Berg. Da kommen wir doch niemals hoch. Ich hab da eine Idee. Passt auf. Ich hab keine Feder bekommen. Da ist doch eine. Leg sie in die Sammelbox. Mhm. Was für eine wunderschöne Feder, Zebra Scouts. Was ihr als nächstes finden müsst, ist eine reife Hornmelone. Ich glaube, da sind Melonen am anderen Ufer. Schwimmt weg. Schnell, vielleicht können wir sie einholen. Keine Sorge, ich hole sie. Pack sie. Oh nein. Jet, ist alles in Ordnung? Ja, aber ich kann nicht mehr fliegen, solange ich nass bin. Oh nein. Aber wenn wir unsere Box nicht wiederbekommen, verlieren wir unsere ganzen Fundstücke und kriegen auch keine Abzeichen. Dann wird es Zeit für die Super Wings. Super Wings? Meine düsenstarken Flugzeugfreunde, die mir zu Hilfe kommen, wenn ich sie brauche. Basis, bitte melden. Hier bin ich. Was gibt es denn, Jet? Ich bin hier in Simbabwe bei den Zebra Scouts. Unsere Sammelbox ist in den Fluss gefallen und ich bin nass und kann nicht fliegen. Verlorene Sammelbox. Jet kann nicht fliegen. Wer könnte in diesem Fall wohl helfen? Onkel Albert! Weißt du, wie man Zebra-Scouts helfen kann, eine Box zu retten, die in einem Fluss in Simbabwe treibt? Mich gibt es jetzt schon so lange, dass ich eigentlich ein bisschen über alles weiß. Dann wird es Zeit für den Abflug. Da ist Onkel Albert. Dem fällt bestimmt was ein. Onkel Albert, Landemodus! Ob nah, ob fern, Onkel Albert hilft euch gern. Bist du etwa auch ein Zebra-Scout, Onkel Albert? Ja. Bei den Zebra-Scouts habe ich Teamarbeit gelernt. Gut, mal sehen, was ich in meinem Koffer der Erinnerungen finde, das uns helfen könnte. Fleischbällchen? Ein Kaktus? Autsch! Oh, hier ist doch was. Ein Boot, um auf dem Fluss zu fahren. Springt rein! Oh. Yay! Klasse! Augen auf! Sucht nach der Box! Da drüben! Halt! Seht mal! Da ist ein Wasserwirbel!
Das ist ein Strudel. Wir müssen anhalten. Aber wir brauchen die Box. Wie sollen wir jetzt da rankommen? Zeit für die Seilbahn. Na bitte. Und jetzt gut festhalten, Leute. Es geht los. Alles klar zur Landung. Jetzt steigt aus und fasst euch bei den Händen. Ja, los. Hopp. Gut. Das sind keine Steine, das sind Nilpferde. Lauft! Keine Angst. Ich kenne diese Nilpferde. Sie sind meine Freunde. Hey, Leute. Danke. Seht mal, Leute, hier, Hornmelonen. Jetzt habe ich auch mal etwas gefunden. Ja! Ihr habt euch die Naturentdeckerabzeichen redlich verdient. Ja! Wir sind Zebra Scouts, hurra! Wenn Not am Mann ist, sind wir da. Fliegen wir nach Hause, Onkel Albert? Tschüss! Superwings, Zebra Scouts, wir helfen immer!